Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Awakened. Ja, in Sherlock scheint irgendwie leicht müde zu sein, so wie er aussieht. In der letzten Folge haben wir uns hier in dem Raum hier befunden. Und wir sollen, ich lese das nochmal eben vor, die Spur von Dirty Summers herausfinden. In der Nähe des Hintereingangs muss sich irgendwo eine Geheimtür befinden. So, die Frage ist jetzt nur, wo? Wir haben hier schon soweit, glaube ich, alles angeschaut. Wir hatten auch das hier angeschaut, ja, was wohl passiert ist und so weiter. Da ist auch nochmal alles gewesen. Dann hier die Kratzspuren, starker Chlorgeruch und Verfärbung. Das hatten wir ja auch schon mal angesehen. Was war das? Nein. Och, dein Ernst. Scratches. Something has been moved through here. Okay, ich wollte jetzt gerade eigentlich mit euch woanders hingehen, aber runde Vertiefung riecht nach It seems to be a Maschinenöl. locking mechanism. The whole thing must be a door. Ja. Wie aktiviere ich die jetzt? Also das ganze Große hier, das ist wohl die Tür. Aber wie aktiviere ich die jetzt? Muss ich irgendwas anheften eventuell? Kratze auf dem Boden. Moment, da kann ich mit jemandem reden. Das ist auch schon angeheftet. Die einzige, womit ich reden kann, ist diese komische Frau, die da inhaftiert ist. Ich weiß nicht, ob unser Napoleon uns da vielleicht weiterhelfen kann. Oh, Moment, ich sehe gerade. Ah, hier können wir auch noch was Neues machen. Wie gelange ich an die Schlüssel für die Höllenpforte? Ja, Gegenstände. Speiseaufzug, Geheimnisse des Instituts. Keine Ahnung. Ermittlungen. Ja, wir wollen ja die Schlüssel haben, ne? Rachsüchtiger Patient? Keine Ahnung. Watsons Besuch. Ja, mit Watson würde ich sagen. Aber den können wir nicht anklicken. Ja gut, das ist auch keine Beobachtung. Ermittlungen kann ich auch nicht anklicken. Können wir hier noch irgendwas anklicken? Nein. Oh. Nein. Jetzt geht doch nicht automatisch nach oben. Ach, Mann, 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 Mann. So, Mitteilung, das können wir nicht anklicken. Jetzt weiß ich nicht, hat er das jetzt? Doch, rachsüchtiger Patient, das hat er jetzt noch von eben drin. Okay, ich habe nämlich die falsche Taste leider gedrückt. Dokumente und Aussage. Heidi. Genau, Heidi hieß die Patientin, oder? Nee, Heidi war die Puppe. Gerda hieß die Patientin. Dann würde ich sagen, ihre Ausführungen. Das ist richtig. Heidi vielleicht noch dazu? Ich weiß es nicht. Alte Fotografie könnte auch sein. Darf ich aber nicht machen. Brief an Mr. Schnitzer. Medizinische Versuchsergebnisse. Hier kann ich gerade auch nichts machen. Jetzt ist das wieder rausgegangen, oder was? Ach, da ist jetzt Brief von Mr. Schnitzer. Hä, war das nicht eben links? Das kann ich auch nicht machen. Patienten von Trakt A. Okay. Okay, dann hat er zumindest schon mal Watsons Besuch drin. Jetzt können wir das auch nehmen. Das nicht. Okay, er hat das Foto auch mit drin. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, aber okay. Okay,
Wir nehmen einfach mal alles rein hier. So. Den Brief können wir nicht nehmen. Das können wir auch nicht nehmen. Okay. Aber wir können reden. Ich würde sagen, dass wir dann tatsächlich mal versuchen. Ja, das war die Zelle, ne? Dass wir dann tatsächlich mal versuchen, mit der einen da zu sprechen. Mit der Gerda, oder wie hieß sie jetzt? Gerda, genau. I will make them pay for what they did to Heidi. I found Hell's door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor, poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. Okay. Jetzt sollen wir Gerda reparieren. Oder wie? Gerda hat ihre Puppe zurück. Allerdings beharrt sie darauf, dass nur Heidi die Geheimnisse des Instituts kennt. Ich werde wohl keine Auskunft erhalten, solange Gerdas Puppe nicht repariert ist. Für die Reparatur wird Folgendes benötigt. 2 Knöpfe, Faden, Klebstoff und Nägel. Moment, Nägel haben wir doch. Ja, wo waren das? War das jetzt da? Hier ist die Wäscherei. Irgendwo hatten wir doch einen Ort, also ein Zimmer, wo Nägel drin waren. Das war aber jetzt nicht da. Dann war das noch ein Stück zurück wahrscheinlich. Das hatten wir, meine ich, auch abgeschlossen, bevor wir in die Wäscherei gekommen sind. Die Frage ist nur, wo war das jetzt genau? Oh je. mein Gehirn hat jetzt schon alles wieder weggeschlossen, sozusagen. Ah, hier war das, genau. So, 2 von 2, ja. Aber da sind Nägel. Kann ich die Nägel nicht mitnehmen? Da ist doch alles, oder? Nägel, das könnte Klebstoff sein. Aber hier hat er schon gesagt, ist abgeschlossen. Haben wir das denn irgendwie... Ich kann jetzt auch nicht sehen, ob wir das irgendwo im Inventar haben, ne? Moment, wieso ist der Hinweis jetzt nicht mehr angeheftet? Hä? Och nee, wieso nehmen die mir das immer wieder weg? Bauklebstoff. Das andere will er mir nicht sagen, was das ist. Aber es sind eindeutig Nägel. Hallo? Sherlock? Etwas rostige Nägel. Na gut, etwas rostig Nägel, aber das kommt aus gleich raus. Kommen die mal raus? So. Das hat nie gerade so komisch gequiekt. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und haben wieder den Ort abgeschlossen. Na super. Okay, ich habe Klebstoff und Nägel gefunden. Jetzt brauchen wir noch einen Faden und 2 Knöpfe. Aber wenn die sagen, der Ermittlungsort ist hier abgeschlossen... Dann gehe ich mal davon aus, dass wir den Faden und die Knöpfe... Gut, die Knöpfe könnten wir vielleicht in der Wäscherei finden. Gut, eigentlich die, den Faden auch. Theoretisch. Ich gucke hier vorsichtshalber nochmal eben nach. Aber hier dürfte eigentlich nichts sein. So, da war es, ne? Laufe ich gerade einmal im Kreis, oder?
hinten sind die anderen Leute, genau. Ich hätte darum gemusst, glaube ich. Dann schauen wir nochmal. Ha! Langer Faden, sehr schön. Den nehmen wir mit. Und lose Knöpfe. Sehr schön. Frage ist nur, wie reparieren wir Heidi jetzt? Ich habe alles Nötige gefunden, damit Heidi repariert werden kann. Kannst du mal stehen bleiben, Sherlock? Damit Heidi repariert werden kann, ja. Muss ich jetzt mit ihr sprechen oder macht die das selber? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber sie hat mir ihre Puppe, glaube ich, noch nicht gegeben. Will this help fix your friend? Give it to me. Oh, sie macht's doch selber. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Goethe, I have a couple of questions. Yes, I... Shut your dirty little mouth, Goethe. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Okay... Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Warum habe ich jetzt ein Resident Evil Flashback? Mitteilung, Gerdas Ausführung. Ob das... Ja gut, ich muss ja mit den Ermittlungen anfangen, weil die Puppe weiß ja noch nichts davon, oder? Ich bin mir nicht sicher. I found Hell's door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's door? Never heard of it. Okay, das heißt, wir müssen sie jetzt damit überführen, was Gerda gesagt hat. Gerdas Ausführung... Genau, ich denke, was müsste das sein? That's not true. You, Gerda, told me that Hell's door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. Ja. Frösche im Gemauer. Wobei, das war ja eine abgeschlossene Sache. Medizinische Versuchsergebnisse. Na gut, das ist klar. Heidi. Bleibt eigentlich nur... Naja, bleibt eigentlich nur noch die Mitteilung, ne? Keine Ahnung. Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood in bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said... And now I say tell him! The professor, she has a special key. Keeps it close and only brings it down when new people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax, of course. Thank you, Gerda. Heidi, I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever! Ich gehe dann mal. Wer jammert hier eigentlich die ganze Zeit so komisch? Das ist doch die hier nebenan, oder? Okay. Aber sobald ich hier stehe, ja doch, jetzt höre ich sie wieder, da höre ich immer nur diese komischen Geräusche. Und da hört man irgendwie... Das ist so richtig wie in so einem Gruselkabinett, finde ich. Ich meine, ich finde das sowieso unheimlich. Aber, ja. Was sollen wir denn jetzt machen?
Heidi sagt, dass nur Professor Gygax imstande sei, die Höllenpforte zu öffnen, einen Spezialschlüssel habe. Vermutlich bewahrt sie ihn in ihrem Büro auf. Okay, Büro. Ach so, ich kann noch... Moment. Okay, wie gelange ich an den Schlüssel? Die Frage ist, muss ich das alleine machen oder muss Watson mir dabei helfen? Wobei, der ist ja eigentlich schon eingeloggt. Also eigentlich probieren wir das nochmal. Das geht nicht. Ermittlungen geht auch nicht. Heidi. Ah, perfekt. Watson um Hilfe bitten. Watson hält sich vermutlich noch im Besucherraum neben Professor Gygax Büro auf. Vielleicht gelingt es ihm, an den Spezialschlüssel zu gelangen und ihn mit Hilfe des Speiseaufzugs in der Küche nach unten in den Lagerraum zu befördern. Wie kann ich Watson um Hilfe bitten? Das ist eine sehr gute Frage. Achso, ich wollte gerade sagen, da haben wir nicht allzu viel. Ja, der Patient als Ablenkung vielleicht. Blockierter Weg nach oben. Ich weiß nicht, ob man das einloggen muss. Ja, mit dem Speiseaufzug, das hat er ja schon gesagt. Ja, Watson um Hilfe bitten, ist klar. Soll ich jetzt doch den blockierten Weg noch machen? Ach so. Okay. Der Patient, der sich für Napoleon Bonaparte hält, könnte sich als nützlich erweisen. Wenn ich ihn aus seiner Zelle lasse, könnte das für so viel Aufruhr sorgen, dass ich die Gelegenheit erhalte, unbemerkt zu Watson ins Erdgeschoss zu gelangen. Okay. Einmal anheften. Das heißt, ich müsste da mit ihm sprechen. Nehme ich mal an. Damit er dann rauskommt oder so. Keine Ahnung. Bin ich jetzt in die richtige Richtung gehen? Ich bin in die richtige Richtung gehen. So. Da. Ich würde nur sagen, der hier war das, ne, Maurizio. Ich würde nur sagen, dass wir hier stattdessen erstmal einen kleinen Cut machen. Erstmal liegt mir das noch total in den Knochen. Diese Heidi, die hat es wirklich in sich gehabt. Ich hasse einfach Puppen in so Horrorsequenzen. Das ist, das mag ich überhaupt nicht. Ja, und zum anderen denke ich mal, dass das ein ganz neuer Abschnitt sein wird. Deswegen mache ich hier erstmal einen kleinen Cut, damit das auch vom Sinn her alles so ein bisschen unterteilt ist. Und dann sehen wir unsere Ablenkung in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.